Pflanzen brauchen einen Dünger, damit sie kräftig wachsen. Das höre ich sehr oft von anderen Gärtnern, von meinem Bauernfreund, der mich zum Beispiel ausgebildet hat, oder auf YouTube, dass auch einige Gartenkanäle sagen, dass man halt einen zusätzlichen Dünger benötigt. Hier werden auch einige Produkte empfohlen, die man zum Beispiel auch in einem Gartencenter kaufen kann. Und bei den steigenden Preisen, sage ich ganz ehrlich, würde das bei der Fläche, die ich jetzt zum Beispiel zum Bewirtschaften habe, ordentlich in den Geldbeutel gehen. Und da frage ich mich dann auch immer wieder, brauchen wir wirklich nochmal einen externen Dünger oder auch Flüssigdünger aus dem Markt? Wie haben es denn unsere Ahnen auch damals gemacht? Die konnten jetzt nicht einfach in irgendein Gartencenter gehen und sich das holen, was sie gerade benötigen. Stickstoffdünger, Tomatendünger oder sonst irgendein Dünger. Also eins kann ich euch sagen, in meinen 6 Jahren, wo ich jetzt hier diese Permakultur betreibe, bin ich einmal in ein Gartencenter gegangen und habe mir irgendeinen speziellen Dünger für meine Pflanzen geholt. Stattdessen habe ich sehr viel Zeit in den Humusaufbau gesteckt, um halt hier auch das Bodenleben zu fördern, weil das nämlich die Grundlage ist, damit man kräftige und gesunde Pflanzen hat. Und das Gute dabei ist, es hat mich wirklich keinen Cent gekostet. Also um das Bodenleben zu fördern, ist Mulchen das Wichtigste. Das sehen wir auch in der Natur, da ist der Boden immer bedeckt und da arbeiten natürlich auch die Mikroorganismen und auch zum Beispiel die Regenwürmer. Es muss bedeckt sein, damit halt auch erstmal Futter und das organische Material zur Verfügung ist. Es muss feucht sein und wir sollten auch auf starke Bodenbearbeitung verzichten. Also zum Beispiel tue ich nicht mehr umgraben oder auch mit dem Boden irgendwie wenden, mit einem Pflug, mit einem Fräse oder sonst irgendwas, sondern ich locke einfach mit der Grabgabel leicht auf und pflanze dann dort meine Pflanzen einfach rein. Schließlich sorgen die Mikroben, die Regenwürmer und auch die Pilze dafür, dass der Boden locker, fluffig und schön krümelig ist. Vor allem die Pilze sind halt beim Umgraben sehr empfindlich. Die haben ganz feine Fäden, die Myzele, und die werden halt bei jeglicher Bodenbearbeitung einfach zerstört. Und es dauert halt eine gewisse Zeit, einige Tage, bis die sich halt wiederholen. Also mulche deinen Boden richtig gut, halte ihn bedeckt. Lass den Spaten auch weg. Zum Beispiel hier habe ich ein Mulchbeet für meine Kartoffel. Klappt seit Jahren optimal, muss ich nicht umgraben, hat eine sehr reiche Kartoffelernte. Mulch kannst du zum Beispiel Graschen oder andere grünes Material nutzen. Holzwolle, Schafswolle oder auch Holzhäcksel. Bei den holzigen Sachen ist halt einfach der Vorteil, dass sich halt hier viel einfacher die Pilze mit ansiedeln, wodurch halt deine Pflanzen einen enormen Wachstumsschub bekommen können. Zum Fördern des Bodenlebens vermehren sich die Mikroorganismen und auch die Pilze, die auch mit deiner Pflanze in Symbiose gehen. Zum Beispiel mit der Endozytose nimmt die Pflanze ihre Wurzel auch größere Partikel auf, wie zum Beispiel Mikroorganismen, die sie dann auch hier in die Pflanze mit einbauen, als Zellen zum Beispiel, einfach als Helfer, wie zum Beispiel bei uns die Darmflora, die bei uns das Essen verdaut. Die Mykorrhizapilze erweitern nochmal zusätzlich die Wurzeln von deiner Pflanze, wodurch sie nochmal zusätzlich tiefere Erdschichten erschließen kann, hier mehr Wasser aufnehmen kann und auch mehr Nährstoffe. Wenn du mit Kompost, Bokashi, Mist, Pflanzenkohle, Urgesteinsmehl schon arbeitest, dann hast du mehr als genug Nährstoffe in deinem Boden zur Verfügung und dieser Dünger wird einfach nur dazu führen, dass du deine Pflanzen überdüngst. Also ich zum Beispiel habe mehr als genug organisches Material. Zum Beispiel kann ich jede Woche mehrere Bokashi einmal füllen, so viel Küchenreste fallen bei mir an. Dann kommen noch so weitere Sachen mit dazu, dass ich von den Nachbarn Grasschnitt bekomme, Mist bekomme ich von ihnen. Sie ab und zu fahren sie mal im Herbst oder auch im Frühjahr ihre Holzrückschnitte auch noch mit vorbei, die ich häckseln kann. Also ich kann auch an die Grüngutstelle gehen, bekomme da auch meine Sachen kostenlos. Wenn wir noch eine Kompost-Trenntoilette haben, dann haben wir nochmal zusätzlich unseren eigenen Urin und noch unseren fermentierten Kot, der ja mit im Kreislauf bleibt und der nicht einfach irgendwo hingespült wird und unser Wasser verseucht. Und ich bin wirklich froh, dass ich so viel organisches Material habe, bei der Fläche, die ich auch zum Beispiel habe, 90 Quadratmeter lang in der Tunnel, damit ich einfach die Bodenschicht immer bedeckt halten kann. Besonders im Winter möchte ich halt hier eine Isolationsschicht haben, damit mir halt die Regenwürmer oder die Mikroorganismen nicht durch den Frost verrecken. Ja, er hat verrecken gesagt. Außerdem kann ich dann sehr viel Kompost für mich noch mit anlegen. Falls ihr in der Stadt lebt und ihr habt nur einen Balkon zur Verfügung, könnt ihr euch mal in Erwägung ziehen, eine Wurmkiste euch anzuschaffen, damit ihr halt wenigstens eure Küchenreste zum Beispiel mit in euren Kreislauf integrieren könnt und die nicht in die Biotonne zum Beispiel wirft. Ja. Falls ihr wirklich nicht genug Mulchmaterial zur Verfügung habt, dann schaut, dass euer Boden immer bepflanzt ist, damit er so zum Beispiel bedeckt bleibt. Auch im Winter darauf achten, dass ihr eventuell Gründüngungspflanzen mit ausbringt. Meine Favoriten sind zum Beispiel Luzerne,
Klee oder auch Phacelia. Besonders Luzerne und Klee können dann Stickstoff aus der Luft in den Boden binden durch ihre Knollenwurzeln. Phacelia ist eine Pflanze, die ich sehr schätze, weil sie einerseits sehr viel Blattmasse bildet. Sie durchwurzelt wirklich super gut den Boden, ist ein wahrer Bienenmagnet und ist sehr kältetolerant. Also sie überwindet bei mir auch manchmal problemlos bei sehr milden Winter. Wenn ihr jetzt zum Beispiel keine Lust auf Gründüngung habt, dann könnt ihr natürlich auch auf Kulturpflanzen zurückgreifen, wie zum Beispiel Portulak, Feldsalat, Grünkohl, Rosenkohl zum Beispiel. Wichtig ist dieser Bewuchs, weil auch im Winter dann eure Pflanzen Photosynthese betreiben können und dadurch die Pilze, die im Boden auch mit überwintern müssen, mit versorgt werden. Also spar dir lieber das Geld, besonders in den jetzigen Zeiten, wo in jedem Lebensbereich die Preise ansteigen. Mach's wie ich, bau deine eigene Terra Preta Erde auf, mulche deinen Boden, halte ihn bedeckt und das ist auch, wie ich finde, die beste Rentenversicherung in deinem Alter. Einen wunderbaren, fruchtbaren Boden, wo alles wächst.